So, Freunde, los geht's. Ja, ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Naja, gut, muss ich dann eben später wieder ein bisschen zurückschneiden. Ach, du lieber Himmel. Ich glaube, ich drehe mal gerade das Mikro ein wenig runter. Ja, das geht schon eh in die Ecke, so wie es sein soll. Gut, gerade noch das Fenster ein wenig geschlossen. Und dann gucken wir mal, wo waren wir denn? Ja. Wir waren kurz vorm Sonnenuntergang. Trifft sich ja super. Nein, wir waren bei was ganz anderem, denn mir kam nämlich eine wunderbare Idee, wie wir unsere Hütte noch ein wenig verschönern. Na, aber nicht mit einer Leiter an der Wand. Verschönern könnten. Dazu. Boah, jetzt hängt der aber schon wieder. Brauche ich aber jetzt erstmal kurz noch ein wenig Cobblestone, glaube ich. Und hier wird auf jeden Fall. Moment, ich weiß gar nicht, haben wir noch eine. Irgendwo eine Trapdoor? Haben wir überhaupt noch Holz? Nee, nicht mehr viel. Ach, das sind ja auch noch Leitern. Gut, wir brauchen erstmal ein wenig Holz. Gut, da kloppen wir uns gleich das ganze Zeug hinter die Binde. Ja, ich meine, können wir dann erstmal den Rest hier drin lagern. So, und wir benötigen Trapdoors. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Aufnahmen hier auch in HD rendere, wie die letzten Aufnahmen, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen gründlich in die Hose gegangen. Ich habe mir das ja doch ein Ticken anders gedacht. Ich kann es ja nochmal sagen, so ein Ticken. Ja, sieht doch eigentlich wesentlich schnucklicher aus. Das nehme ich, das lassen wir so. Und zwar beläuft es sich momentan darauf, dass eben die HDs bestialisch lange zum Hochladen brauchen. Und naja, ich sag's mal so, sie brauchen nicht weniger lang zum Rendern. Ja gut, aber Hochladen dauert wirklich eindeutig länger. Und folglich bin ich da momentan ein bisschen im Zwiespalt, ob ich das noch auf HD lassen soll. Weil bei meiner Leitung ist das hier jetzt doch nicht so das Optimale schlichtweg. Aber was mir kundgetan wurde, Moment, jetzt muss ich mich kurz ein bisschen hier auf den Schreibtisch umräumen. Mir hat ein Freund geflüstert, man solle. Oh, geht das? Ah, doch, ja, das geht hier. Und zwar die Sprache, und davon gibt es hier wirklich einige. Ja, ich weiß, hier ist Deutsch. Soll ich doch mal Pirate Speak machen? Aha. Okay. Bolzo Rum. Okay, jetzt bin ich ja mal by the beard of Captain Morgan. Okay, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was das hier. Return to the Tüte. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier gibt. So. Okay, erstmal eine Runde pennen gehen. Damit der Tag hier wieder schön anbricht. Powdered Bones, Bone, Shroom. Ah, okay. Seeds Ota Pumpkins. Flower for a Lady. Seeds, Weed. Spider Eyeball. Pointy Rock. Oh, Entschuldigung, ich sollte ja nicht so. Pebbles, aha. Spoiled meat. Gekochtes Fleisch, okay. Hardtack. Timber, aha. Cutlass of Stone. Okay. Ist ja sehr interessant. Gut, ja, ich glaube, aber ich werde wieder umstellen, weil es sieht doch ein bisschen. Sehr merkwürdig aus. Moment. Ah, Lingo. Wollen wir es wirklich riskieren? Ich bin ja am Überlegen, vielleicht auch ein eigenes Sprachpackage zu machen. Ob das geht, weiß ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise wie das geht. Wäre mal eine Idee, glaube ich. Na, wir stellen es ja jetzt erstmal auf Deutsch. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns das deutsche Sprachpackage so ein wenig mitbringt.
Aber vorerst, da fällt mir ein, das da brauchen wir nicht. Ups, so war das nicht gedacht. Na gut, so können wir es direkt so machen. Und da, da. Da, da, da. Da, da, da. Wobei, da nicht. Da besser ehrlich gesagt auch nicht. Denn ich habe ja was Feines hier vor. Mit der Ecke. Ich möchte das Ganze ja so ein bisschen im Ruinen-Style lassen. Im Ruinen-Style. Ja, ich bin cool. Ich habe ein englisches Wort benutzt, Leute. Aha. Andere würden sich jetzt wahrscheinlich schon wieder einen absoluten Keks freuen. Darüber, dass sie überhaupt ein englisches Wort kennen. Aber über solches Niveau wollen wir jetzt mal lieber nicht reden. Ich möchte nämlich nicht immer allzu sehr auslassen. Wie machen wir das am besten mit der Leiter? Lassen wir die da hochgehen? Müssten wir aber, glaube ich, noch ein paar. Müssten wir noch eine Scheibe denn jeweils dahinsetzen? So, zumindest so, dass hier nichts reinkommt. So, ich glaube, dann kommt da auch auf jeden Fall so nichts rein. Upsala, da hat das Spiel schon gegangen. So, Moment. Ist das das Fenster? Das ist das Fenster, jawohl. Dann kann das hier direkt noch hoch. Und, das war jetzt doof. So, Moment. Hepp. Und dahin. Dahin und dahin. So. Und das Fenster müsste da sein. Okay, und hier müsste das Fenster da sein. Das heißt, wir könnten theoretisch dann dahin bauen. Und da noch. Ach, da sehen wir die schnuckligen Schafe da unten. Die ihr Fra Gras wegfuttern wie sonst was. Reinsten Planierraupen. Ach, aber von hier oben hat man eine schöne Aussicht. Da hinten ist wohl noch eine größere Ecke. Da könnten wir theoretisch auch mal hin. Da ist nichts außer einem riesigen Ozean. Hier ist alles Sumpfgebiet. Na, das könnte noch durchaus spannend werden. So, und dann plöpp und hepp. Na komm, und hepp. Und hepp. Autsch. Voll auf die Mütze. So, und dann hierhin. Dann könnten wir hier noch gemütlich. Und hier. Na komm, hier. Und da. Na, da. So. Autsch. Gut, ich hatte doch noch da Leitern, genau. Steht da wirklich Leiter? Pflasterstein. Verfaultes Fleisch. Aha. Brot. Aha. Brot. Einfaches Brot. So, dann klauen wir uns die Trapdoor womöglich doch besser mal. Um hier die Leiter ein wenig weiterzuführen. Und dahin. Und die Sonne neigt sich ja echt schon wieder dem Untergang. Ich werde nicht mehr. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Dahin. Ups, nein, so nicht. Dahin, 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 dahin. Da. Da, da. Nee. Sieht nichts aus. Da auf jeden Fall da und da. Und da, da, da und da hätte ich gerne. Jetzt müsste ich doch dann gerade mal gucken, wie das von hier unten aussieht. Ja, geht in Richtung eines Turms. Wäre natürlich sinnvoller, das Ganze mit Cobblestone zuzumachen. Da ja Holz vergänglich ist und folglich ist Holz auch das Letzte, was man in einer Ruine finden wird. Dann könnte man doch aber auch noch, wenn man doch schon dabei ist, vielleicht von da, da wäre der Stein theoretisch hier runtergefallen. So, und hier, upsala, da leckt das Spiel schon wieder. Aha, okay. Hier ist ja noch weitestgehend alles dicht.
Was wir hier machen? Keine Ahnung. Nee. Dann machen wir das, glaube ich, lieber so. So. Könnten wir eigentlich hier noch eine Ecke mitnehmen. Und, klauen wir uns. Wo klauen wir uns da noch was? Hier könnten wir noch was wegnehmen. Da. Da. Oder? Weiß ich nicht, wie sieht denn das aus? Könnte man doch eigentlich hier noch ein Loch reinschlagen und ja, wenn wir dabei sind, da soll ja schließlich wie eine Ruine aussehen. Zumindest von der Seite. Vorerst. Da. Nee, keine Ahnung, wo der Stein dann hin ist. Ja, zur Not ersetzen wir das dann nachher einfach noch. Das ist ja dann, denke ich mal, eine Sache von ein paar Minuten. So, dann können wir da noch. Ups, nee, so war das nicht gedacht. Ach, egal. Da, da. Dann können wir ins. Okay, ich war gerade am Hören, Entschuldigung, weil, das hat sich zuerst angehört wie irgendwelche Leute, die hier wieder Hochzeit gefeiert haben und hupend durch die Gegend fahren. Ist auch hier nicht unbedingt was Neues. Aber dann könnte ich. Ich glaube aber, dann werde ich doch nochmal besser. Besser ist das, glaube ich. Wenn man das dann. Ups. Ja, machen wir. Einfach durch Cobblestone ersetzt. Dann sieht es, denke ich mal, ein bisschen authentischer aus. So, und da, und da, und da, da. Da, da. Moment, da war doch noch irgendwo da ist eine Axt. Plöpp. Jawohl, immer schön auf die Mütze. Ab die Beine gebrochen, so muss das sein. Wobei wir das theoretisch auch so lassen könnten. Sieht, denke ich mal, auch nicht so schlecht aus, wenn wir dann hier noch bisschen nachbearbeiten. Und das dann so ändern. Müsste man jetzt mal wirklich von hinten gucken. Oh, das wird schmerzhaft. Geronimo! Ja, es sind nur drei Herzen. Bisschen. Ah, 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 mein Bein. Ah, ah. Ah, ah, mein Bein. Oh nein. Ah. Und wie durch ein Wunder bin ich wieder geheilt. Jawohl. Es sieht jetzt von hier hinten ein bisschen komisch aus. Ich glaube, da kommt die Wirkung einfach nicht so raus, dadurch, dass das Texture Pack hier ein bisschen hat was von Tetris, wenn ich das mal so sagen darf. Hat echt was von Tetris. Ja gut, dann müsste ich eigentlich ja noch das Haus hier ein bisschen marodieren lassen. Dass das hier dann ein bisschen. Ja, okay, vielleicht nicht unbedingt hier unten. Da, wo die Viecher dann rein spazieren. Aber theoretisch gesehen kann doch da noch das weg. Wenn wir schon dabei sind, kann das da auch weg. So. Dann nehmen wir hier die Ecke auch mit. Ups, da geht die Sonne schon wieder unter. Ja, wenn die Sonne untergeht, dann verziehen wir uns eben mal. Naja, okay, ich glaube, die Wirkung der Ruine kommt jetzt einfach nicht so gut raus. Ja, nerv nicht, du blödes Schaf. Aber ich glaube, wir sollten uns womöglich vorerst doch nochmal die Trapdoor irgendwie hier dran pflanzen. Was natürlich wieder nicht geht. Wunderbar. Kann man die irgendwie von unten dran setzen? Nein, kann man auch nicht.
Können wir die jetzt irgendwie... Ja, gut, dann setzen wir die eben so dran. So auch nicht. Ja, gut. Dann... Ich weiß nicht, sollen wir uns noch mal nach draußen wagen? Wir haben aber keine Rüstung. Nee, das lohnt sich nicht. Ohne Rüstung ist das eigentlich nur... Ja, es geht in Richtung des geplanten Selbstmordes. Ich guck mal kurz, wie lange wir aufnehmen. Gut, okay. So ein bisschen muss ich die Zeit ja im Überblick behalten. Na? Aber ich kann doch wohl da. Na, bist du? Na, gehst du? Na, ich kann da wirklich nicht raus. Ach, das ist ja blöd. Dass ja genau jetzt die Leiter da nicht funktioniert. Ist ja auch nicht so toll. Mist. Ja gut, dann eben doch wieder so. Wie wir dann das mit der Leiter drehen? Keine Ahnung. Gut, da steht noch ein Creeper. Einsam und doof. Treffer. So, dann hauen wir uns mal ein wenig hier die Anlage kaputt. Vielleicht nicht direkt über dem Fenster. Ist nicht zwangsläufig so eine tolle Idee. Ich hoffe mal.